Ja, da sind wir auch schon mal wieder zu Alien 4-0 von Team Reset. Wieder ein Projekt der Games Academy und ich glaube auch aus dem ersten Semester. Leider kann man die Musik nicht leiser stellen. Aber ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Zumindest mein Fluchen und all das Wichtige. Ja, es gibt auch außer dem Start und den Credits keine weiteren Funktionen soweit. Der Vorspann war schon mal ganz nett gemacht, hat so ein bisschen die Story von dem Spiel eingeleitet und so, damit man auch weiß, warum man jetzt eigentlich was macht. Handelt sich dabei um einen Sidescroller. Wir fliegen, glaube ich, mit einem Raumschiff halt, was am Anfang genannt wurde, durch diese Basis und töten dann die Alien-Viecher. Ja, schauen wir mal, wie lange ich überlebe. Ja. Okay, das ist jetzt typische BASD Steuerung. Wir können nicht die ganze Zeit schießen, da gibt es immer so einen Aufladebalken. Was garantiert mitunter zu Zeitdruck führen wird bei mir. Sieht ganz schön aus. Oh, verdammt. Wurde mit der Unreal Engine gemacht. Der. Okay, okay, runter, geh aus, geh aus, geh aus. Ja, das war's auch schon. da war ein Checkpoint. Mist. So, warten, 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 durch. Warten, 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 durch. Aus. Oh Gott. Oh Gott. Durch. Huh. Shit. Gar nicht so leicht. Links ist dunkel und Timing-Sachen ist ja nicht so meins, wie man ja gestern schon gesehen hat. Was ist das? Oh Gott. Okay. Doch. Ja, wir sterben heute wieder sehr oft. Und das so früh am Morgen. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Oh, ich bin durch. Ich bin schneller als das Spiel. Geht. Oh, ich bin zu nah an die Wand geflogen, was nicht so gut kommt. Also langsam hat man's drin. Oh, au. Oh, au. Oh, nein. Nur im nächsten Moment wieder zu sterben. Ja. Man ist es ja auch nicht mehr so gewohnt mit diesen Spielen. Gibt ja sonst so auf dem Markt momentan nicht wirklich viele von der Sorte. Ich hoffe, ich überlege jetzt mal bis zum nächsten Checkpoint. Oder auch nicht. Heilige Scheiße, was geht mit dem ab? Los, weg.
Sag mir, hier ist ein Checkpoint. Sag mir, hier ist ein Checkpoint. Yeah. So, die Leichen aus dem Weg rollen. Es ist auch so dunkel, man sieht auch gar nicht, was auf einen, was einen erwartet im nächsten Moment. Es ist eng. Man darf nicht gegen die Wände fliegen. Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Oh, oh. Okay, wo geht's jetzt lang? Da, da, nein! Oh, oh! Verdammt. Okay, ist das hier noch irgendwie elegant hoch? Elegant wieder runter. Ah. Oh Gott. Hier wieder hoch. Oh. Ja. Da hätte ich mal ein bisschen schneller reagieren müssen. Aber wir haben ja unendlich viel Leben. Das ist doch immer was Gutes bei solchen Spielen. Kommt mir immer sehr entgegen. Ist ja auch nicht so leicht mit so schrägen und so. Das ist schon mein Ding. Die Textur noch ganz, ganz gerne. Das glibberige Alien-Gehirn-Zeugs, was da so zutage kommt. Yeah, Checkpoint. Okay. Einfach mal gegenschießen. Ah, oh, ein Endboss. Wunderbar. Yeah. Irgendwas sagt mir, ich treffe nicht das Richtige. Was genau soll ich denn hier treffen? Der irgendwie keinerlei Schaden, habe ich das Gefühl. Ah, okay. Nimm das. Ja, nimm das zu mir selbst. Mal der Endboss. Ja, auch gelacht. Jetzt wissen wir auch, wo wir gegenschießen müssen. Okay, jetzt müssen wir aber leider nach unten treffen. Okay. Ja, schießen wir den Viech mal irgendwo hin. Oh, jetzt sag nicht, ich muss hier rumfliegen. Ah. Wow, was geht jetzt ab? Na. Ja, ist klar. Dankeschön, Laser Dinger. Sollte mehr in Bewegung bleiben. Sollen wir das wahrscheinlich sagen? Die Musik ist super laut. Was
sollten sie vielleicht nochmal einstellbar machen. Schätze nicht unbedingt. Ich schieße immer daneben. Ah. Dinger kaputt machen? Nein, schauen wir nicht. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Oh. Wollen wir denn da ausweichen? Ganz ehrlich. Ich lache mich gerade wieder ein paar Leute aus. Oh, du bist so schlecht. Ah, ich kann auch nichts dafür, es tut mir leid. Ich bin doch mehr Third Person oder Ego-Shooter gewohnt. Kann auch nicht weiter zurück. Ich kann die Dinger nicht kaputt machen. Dem Ding nicht ausweichen. Das heißt, ich muss in der Zeit. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Irgendwie schaffen wir das. Wir den treffen. Ist ja nicht so gut. Schafft man doch niemals. Mir muss irgendetwas entgehen. Ich weiß gerade wirklich nicht was. Ich schaff's einfach nicht. Vielleicht kann mir ja irgendjemand dass wir diese Musik abbrechen. ja, ich glaube, ich schaff's nicht. Nicht um diese Uhrzeit. Also, es ist erst 10 Uhr morgens, aber, ne? Nein, ich krieg's nicht hin. Ich bin zu doof. Ich wäre glücklich, wenn mir jemand sagt, wie man das schaffen soll. Vielleicht habe ich auch einfach am Anfang nicht genug Power-Ups oder sowas, was auch immer diese Kügelchen waren, aufgesammelt. Ja. Sonst ist ja nicht schlecht das Spiel. Ich bin nur einfach zu blöd dazu. Sag ich jetzt mal so. Ohne irgendwie fies dem Spiel gegenüber zu sein. Ja. Alien Force Zero und Team Reset mit dem Unreal Development Kit erstellt. Sieht ja schon ganz nett aus. Die Jungs sollten vielleicht irgendwie darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht eine Soundeinstellung noch irgendwo hier zwischen basteln könnte. Also ich kenne mich ja damit auch nicht so aus, ob man das machbar ist, aber bei anderen ist es ja scheinbar machbar und vielleicht kriegen die es auch nochmal hin. Wäre für solche Videos sehr nett. Aber sonst werde ich es vielleicht
ähnlich wie bei Hiber Ninja gestern. Vielleicht irgendwann nochmal wieder weiterspielen, wenn ich nicht ganz so deprimiert von meiner eigenen Inkompetenz bin. Ja, schaut's euch doch mal selber an, wenn ihr Lust dazu habt. Und wenn irgendjemand den ersten Endgegner schafft, schreibt mir eine Nachricht. Wirklich. Schreibt mir eine Nachricht und sagt mir, wie das geht. Am besten macht ihr noch so ein Tutorial-Video dazu. So für Idioten. Damit ich auch wirklich weiß, wie ich in den nächsten Level reinkomme. Wer weiß, vielleicht haben die auch gar nicht noch ein Level gemacht. Vielleicht gibt es nur diesen einen Level. Ja, aber weil man einfach diesen Endgegner nicht schafft, aber es immer wieder versucht, spielt man das Spiel dann im Prinzip genauso lange, wie wenn man viele Levels hätte. Ich weiß es nicht. Schickt mir ein Video mit der Lösung, bitte. Danke. Und schönen Tag noch und so.